Und wir machen direkt weiter, ne? Moin Moin und seid gegrüßt auf YouTube nochmal wieder, liebe Leute. Danke fürs Reinschalten zu einer weiteren Folge hier. Stream-Mitschnitt vom Super Sunday. Was machen wir heute? Die Big M's weitersetzen. Sehen, dass wir auf Feld 41 einen John Deere rausnehmen, der gleich überflüssig fährt. Ich glaube, dass also er fährt tatsächlich doch nochmal, macht so eine halbe Bahn hier noch. Und ich glaube, er kommt ihm gleich entgegen und dann treffen die sich beide. Müssen wir mal gucken, wenn da noch vorbeikommen oder nicht. Wird eng, vielleicht lieber nicht gucken. So, wie voll war das? 28, 54, 20, 46. Naja, gut. Also Feld 43, 42 arbeitet sich zurück. Den haben wir in der letzten auch voll gemacht hier. Das läuft. Hier dauert es nicht mehr so lange. Und die Big Evans, wie gesagt, ziehen gleich weiter. Der von Feld 25 kommt auf unser größtes Feld hier unten. 53, 55. Das müssen wir nochmal neu kalkulieren. Das Feld ist neu. Das haben wir so noch nicht gemäht. Das kriegen wir hin. Und der von 21 geht rüber auf 27. Die kleinen Sachen lassen wir mal draußen vor. Und danach geht es noch nach oben auf Feld 40. Das Ganze soll grasmäßig mit den normalen Standard-Ladewagen gesammelt werden. Das könnten wir eigentlich jetzt schnell nochmal vorbereiten. Nehmen wir mal einen großen Glas hier. Aber schon ein bisschen länger nicht im Einsatz gehabt. Von daher nehmen wir den. Und ein Krone Sammelwagen. Ja, ich glaube, alles, was ich jetzt hier sammle, das geht alles dann zu BGA Süd, ne? Zweite Silo. Da müssen wir natürlich gleich nochmal ein bisschen was einstellen hier. Abholen, abliefern. Also abholen soll er das Ganze erstmal an Feld 25. Abgeben. BGA Silo 2 müsste es sein, oder? BGA Silo 2. Aber das ist auch automatisch, oder was? Vom Kurs her muss er dann ja kriegen, Grasfelder. Big M 25. Muss am ersten Wegpunkt anfangen. Und der muss sich übergeben. Dann fehlt noch die rotierende Entladung. Und dann, glaube ich, hat man theoretisch das meiste eingestellt. Er drängelt. Spritze. Gefüllt. Gut. Ja, fertig. Auch hier erster Wegpunkt.
auch fertig. Einmal Konzentrationssache hier, erst einmal wieder alles umbauen. Ja, der hört in der letzten Ecke auf. Ja, wie gesagt, den Kurs haben wir dafür noch nicht, ne? Bringen wir ihn hin hier zu dem Feld 53 Abfahrer. Und moin moin, danke fürs Reinschalten. Noch neue Leute. Da vorne kommt der Grassammler und sammelt im besten Fall jetzt Gras ein. So, der Wartepunkt hier drin, ne? Ach so. Wegen der Feldarbeit mal wieder, ne? Die Feldarbeit war mal wieder schuld. Haben wir auch nicht lange nicht mehr gesehen, ne? Sieht man auch in Wirklichkeit, glaube ich, nicht mehr ganz so häufig. Einsammeln so auf diese Art und Weise. An der Schnellstraße nach Heide hoch wird Weizen, Gerste gedroschen in Dithmarschen. Ja, ist ein bisschen weit weg. Mit welchen Dreschern? Da fahre ich natürlich aber nicht rüber. Bei uns wird auch immer noch Gerste gedroschen. Weizen ist noch nicht durch. Das muss Gerste sein. Würde ich mal behaupten. Oder ganz früher Raps. Deutz, okay. Kleine Deutz. Topliner oder? Oder Ideal. Ne, das ist ja Fan Ideal, ist nicht so. Gibt's von Deutz sonst noch? Nichts, oder? So, der bringt das dann an die BGA. 21 sollte er das eigentlich auch. Ich würde nur von Feld 40 das tatsächlich noch denn hier in die BGA mit draufpacken, ne? Gut. BGA Nordsilo. Der Lulu, moin moin. Für Topliner sah der zu klein aus. Noch kleiner als Topliner. Also ich habe tatsächlich auch noch ein, aber da habe ich glaube ich zu wenig von, dass sich das noch nicht wirklich videomäßig lohnt, hier Dominator auch aufgenommen. Du bist der beste YouTuber. Na, danke dir, Lever. Vielen Dank. Moin 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 moin. Die sind aneinander vorbeigekommen, das ist doch mal die gute Nachricht, ne? Und da arbeitet sich jetzt wahrscheinlich noch diese drei Reihen wieder dann nach unten. Mit 15% Dünger geht das, glaube ich, gerade so auf. Und die hatten wir ja schon aufgefüllt. Aber trotzdem hat's wieder runter auf 27%. Haben wir einige Stellen gewesen sein, wo wirklich viel, viel Dünger gebraucht worden ist. Und hier zählt ja vielleicht auch das umgerubberte praktisch
ein bisschen auch als Dünger, weiß ich nicht. Und der hier oben hatte vielleicht nichts mehr. Bestimmt so ein Drescher wie auf Mallorca, ja. Schöne nostalgische Geräte. Hat ja auch was, ne? So, da wir sonst ziemlich fan- und dolzlastig waren. Obwohl, finde ich, passt der andere besser, ne? Obwohl die ja nicht die schnellsten sind, nehmen wir den anderen Ladewagen mit dem hier. Da brauchen wir noch keine neueren John Deeres. Und lassen den hier vorne sammeln, ne? So, das frisch gemähte hier. Und zwar, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen gucken. Ne? Also wir brauchen den 21er Grasfeld Big M Kurs. Wir brauchen hier abholen, abliefern. Sind auf Feld 21. Geben das Ganze auch an der BGA Silo 2 ab. Nimm Gras. Ja, keine Panik. Und rotieren in der Entladung. Beginnen am ersten Wegpunkt. Auf Feldarbeit. So, was habe ich vergessen? Hoffe nix. Sammeln tut er schon mal. Schon mal gut. Richtig oldschool. Gras sammeln auf die Art. So, danach muss er auf jeden Fall Dünger irgendwie auf die Felder. Ich weiß nicht, ob wir die bohren müssen. Weil vielleicht gibt es ja im Herbst dann doch noch einen Schnitt. Da fährt schon wieder eine Pantera rum. Das muss die von 66 sein, genau. Und die ist hier auch schon wieder. Das ist gut. Kommt der nicht voran? Hängt er schon ganz schön lange hier, ne? Ha, jetzt hat er gerade so. Krass. Nur wieder erstaunlich, wie lange die brauchen zum Wenden. Und das ist gleich im Vorgewende und dann geht der weiter. Der macht auch die kleinen Felder, weil hier John Deere Dinger, die machen wirklich nur auf dem Feld Sinn. Also hier könnte man noch eben auf der Höhe noch einen zweiten einsetzen oder hier oder so. Sonst macht das alles keinen Sinn. Der hat schon mal eine volle Ladung. Und wenn er jetzt bis zum Silo 2 Ablader 1 fährt, muss er halt hier irgendwo sein. Der kann auch dann mal erstmal entlassen werden. Schon wieder so eine kleine blöde Ecke, ne? Aber die ist auch wirklich mini.
Mit dem ist es nicht mehr ganz so mini. Komm, schaffst du. Schwupp, schafft er. Hat er geschafft. Aber jetzt kommt noch mehr, oder was? Ganze Ecke hier. Na, okay. Und nochmal Super Sunday-Punkte. 50.000 haben wir mittlerweile geknackt. Danke, danke. So, wo haben wir das denn? Was testen. Das ist jetzt anders angezeigt. Oh ja, guck mal, nämlich jetzt habe ich mal oben mal angezeigt den monatlichen Top-Geschenkgeber. Stege 6, Jobanus 5. Und MS gerade 1. Ich fand es, das ist vielleicht für einige auch immer ein bisschen deprimierend. Und Stege, Top Chira, Winnie, danke dir und Gerd auch. Vielen, vielen Dank natürlich. So, jetzt haben wir es mal anders mal angezeigt. Wenn man jetzt nämlich den Stream aktualisiert, dann sieht man jetzt oben sozusagen, da werden ja immer die angezeigt, die krassesten aktiven, aktuellen Supporter. Nicht All-Time sozusagen, das ist wieder ein anderes Ding. Ich habe es jetzt mal auf monatlich eingestellt. Ich werde es immer mal regelmäßig mal ein bisschen ändern. Man kann es theoretisch auch auf wöchentlich oder täglich oder sowas einstellen. Das ist ein bisschen albern. Aber so zwischen immer und monatlich, glaube ich, werde ich jetzt ab und an mal ein bisschen hin und her switchen. So. Noch eine Rückschaft. Der ist jetzt dran vorbeigefahren. 8% nur noch. Ach, ist aber auch schwierig, ne? Ich fahre mal mit dem in die Richtung. Und wenn er da gleich die Bahn nach oben erwischt hat, hören wir den einmal auf. Heute Abend ist We Are Football. Heute Abend. Genau, ab circa Viertel nach 8. Wieder Zeit. Ein paar Spiele zu spielen. Ich bin gespannt, wie weit man da jetzt so kommt. Also die letzte Mal war ja ziemlich Vorbereitung. Natürlich ist es jetzt auch wieder nach knapp 2 Wochen erstmal wieder kurz reinfinden. Aber ich glaube schon, dass wir heute deutlich, deutlich weiterkommen. Vielleicht schaffen wir sogar schon die Hinrunde. Können wir recht vorstellen, weil ich glaube, wenn man erstmal drin ist, dann geht das zack, zack. Aber ich glaube schon. Muss man auch. Man muss ja da ein bisschen vorankommen. Man will ja auch in weitere Verhandlungen kommen. Ich weiß nicht, ob wir da nicht eher nachhelfen sollten. Man weiß aber nicht so genau, wo er jetzt hin möchte, ne? Er ist ein bisschen unschlüssig irgendwie. Wieso will er denn jetzt auch die gleiche Bahn nochmal? Ich dachte, er fährt jetzt nach außen. Moin moin. Kurze Pause genutzt. Da wären wir doch eher bei dem besser geblieben. Bei der Wendegeschwindigkeit bei dem. Weil die Bahn hat er doch schon. Manchmal kann man bei dem besser selber arbeiten, ne? Das ist echt so. Nimm den jetzt raus. 2 Stunden warten, bis der hier in der Ecke rum ist. Da habe ich keinen Bock drauf.
Dann kommt gleich erst nochmal der Big M dran. Einstellen da unten auf Feld 53. Und 27 ist wahrscheinlich gleich fertig. Das war Saatgut noch aktiv, ne? Aber dafür, also der Annaburger ist für diese Geschichte, finde ich, echt gut. Ein bisschen Kapazität hat er auch. Ich glaube, man kann auch einmal selber so eine Geschichte machen, oder? Von der Breite her ja easy machbar. So, Jenny ist auch wieder zurück. War ruhig, war nix. Mit so einem Gerät einfach auch mal selber so eine Bahn fahren, ne? Das ist ja auch nicht so schlimm. Einmal rundherum ums Feld. Dann ist das nämlich fertig. Und gleichzeitig ist fast auch 24, 44 oder so fertig. ...42 muss auf jeden Fall gleich noch aufgefüllt werden, das ist klar. Und er hier vorne überlegt sich wohl noch, was er machen soll oder auch nicht. Schön klebrig einmal. Okay. Mit Apfelsaftschorle duschen. Sehr schön. Einmal kleb. Nicht genau weiß, warum man nicht schneller fährt hier, ne? 18 km/h mag er nur fahren. Bisschen mittig und dann passt das. So ist gut. Mitten auf der Radtour mit Papa, ja, sehr schön. Dann haben die doch Spaß. Also einmal nach dem Motto schön Fahrrad gefahren, den Apfelschorle mitgehabt, die ganze Zeit natürlich so leicht geschüttelt. Geschüttelt, nicht gerührt. Aufgemacht und einmal wutsch. Oder wieso muss man sich das vorstellen? Das ist das Autodrive von ModHub. Weiß ich gar nicht. Kann sein von GitHub. Die Entwicklerversion. Aber dieses Stück fahre ich jetzt gerade selber, weil die einfach durch die Knicklenker teilweise ewig brauchen, bevor sie mal rankommen. Nun haben wir noch ein bisschen Zeit und ich wollte gerne, ja, wie gesagt, heute das Sehen abschließen und das wird zeitlich knapp.
Weil wir haben noch 4 Felder mehr vor. Die müssen, also, ne, können eigentlich gleich beide noch auf 45 ein bisschen mithelfen, die langen Bahnen zu machen. Oder halt einer geht schon mit, denn tatsächlich auf Feld 2. Das geht ja auch einigermaßen. Achso, ja, das ist auch gut. Zu doll auf die Flasche drücken. Auch gern genommen. Geht auch mit so einem Quetschi oder so, wenn sie sowas mal irgendwie unterwegs haben. Immer schön einmal schmierig. Na, hier erwarten wir ja Premium-Mais nachher in der Ecke. Luzerne. Oder Roggen hat ja schon mal gut was gebracht. Große Nachfrage bei der Reifeisen. Feld 42. Leer gerade, glaube ich, ne? Dann machen wir einmal die Kante, dann setze ich hier einen Standardhelfer ein, der fährt dann bis zur anderen Ecke. Da ist dann schon der andere, ne? Wollen das jetzt zack abschließen hier das Feld. Oder wir nehmen den anderen schon raus und schicken den zum Hof, da füllen wir den auf. Und dann kann der auf Feld 2 weitermachen, ist auch eine gute Variante. Aber haben wir echt... Also durch Zufall natürlich relativ gut geglückt. Die Aufteilung bei denen. Da haben wir noch 2%, also der macht hier auf dem Feld gar nichts mehr, ne. Außer jetzt diese Ecke. Ich glaube, das ist die beste Variante. Ab zum Hof mit dem. Hof P1. Wollen wir den auffüllen. Am Hof und dann geht es auf Feld 2 weiter. Guten Abend, okay. Wisst ihr schon, was zu essen gibt? Oder lässt ihr euch überraschen? In der Mitte so ein Stück Oranges ist. Mahlzeit, moin moin. Ja, Farmmanager habe ich auch immer noch Lust drauf. Ich weiß ja nicht, ich habe das ja gestern noch ein bisschen rumgespielt an den Einstellungen, als wir Ranch Simulator gespielt haben. Zuerst war es ja auch ein bisschen ruckelig und hat gemeckert. Nachdem ich an den Einstellungen rumgeschraubt habe, ging es aber. Vielleicht ist es tatsächlich auch irgendwann machbar mit Farmmanager. Dass ich das streamen kann und gleichzeitig eben aufnehmen kann. Ohne Probleme. So, nur noch 41, ne? F41 nicht. Habe ich das gelöscht? Ja, nicht 41. Das ist 40. Schon wieder auf dem Rückweg. Ja, aber schnell. So, nochmal die lange Bahn hier vorne. Und dann war es das. Müssen wir auf 42 gleich erstmal auffüllen, ne?
Schnitzel. Ja. Bisschen zu weit. Ungefähr so, aber ne, das haut hin. Ach, 42 ist selber gefahren, ne? Ich glaube, da muss die Einstellung aktiv gewesen sein, dass er selber fährt. Aber er hat ja keine Einstellung drin, um irgendwo sinnigerweise hinzufahren. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Aber er wäre tatsächlich, wenn ich jetzt Hofsilo oder sowas drin eingestellt hätte, wäre er wohl dahin gefahren zum Auffüllen. Das wäre natürlich nicht verkehrt gewesen. Aber ich guck mal, wo wir den jetzt hier hinfahren. Der muss ja... Ne, wenn ich das ausklappe, ist blöd. Da vorne ist es. Da soll er schon ungefähr, ne, da weitermachen, wo er vorher war. Verdammt blöd. No. Pommes und Bohnen. Ich glaube, bei uns weiß ich noch nicht genau, was es gibt. Da habe ich auch noch ein bisschen hin. Heute Mittag gibt es vielleicht ein Brötchen von heute Morgen oder ein Toast, so nach dem Motto, irgendwas Kleines, und dann heute Abend. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Mal abwarten. So, dann haben wir den. Dann fahren wir das erste Feld Mais ist fertig. Das nächste aber auch schon eigentlich, ne? 24, 44 ist glaube ich auch fertig. Sei denn, er hängt noch irgendwo fest, aber da gucken wir gleich als nächstes dann. Nachdem wir den aufgefüllt haben. Dann geht's rüber zu Zwiebeln und Karotte. Aber gut, wir müssen die Giftspritzen tatsächlich selber auffüllen. Falschen Hasen, okay. Nicht aus so einem Hackbraten? Wie war das noch? Genau. Gut gewusst. So. Auf Überführung, der ist richtig. Passt schon. Gut. Der ist auch angekommen. Ist wieder alles Mögliche hier wieder gleichzeitig. Passt aber. Feld ist gut vorbereitet. Sehr gut. Würde ich dann tatsächlich überlegen, ob wir den hier noch ein bisschen mit reinbringen. Ne? Auf 45. Der macht hier zwar schon einen guten Job. Aber der kann gut, weil das sind schön lange Bahnen, kann er da noch ein bisschen helfen. Das, dann können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Nützt nichts. Der von 24, 44 geht dann auch zum Hof da Richtung. Und dann haben wir da auch schon zwei Seemaschinen. Das ist gut.
Ah. Feld 1647 muss fertig sein, dann muss die Spritze jetzt weiter zu den kleinen Feldern. Das wird natürlich auch nochmal aktiv. Domo. Na moin, Domo. Domo 482. Haben schon so viele Domos? Nice. Hast du denn Domo? Oh, hier vorne hat er ein bisschen geschlampt, ne? Gut, dass wir das sehen. Hat die Seemaschine komisch eingestellt oder was? Oder war das? Das war es nicht schon mal auf dem Kurs, ne? Habt ihr bestimmt gesagt, Kurs löschen. Ach, Big M-Rechner, da okay, fällt 41 hier, der gönnt sich gerade den Kursplay-Kurs, deswegen einmal kurz sehr ruckelig, aber gleich geht's wieder. Jetzt ist er wieder zurück. Jo, moin moin. Ach, jetzt ist er auch erst fertig. Das muss der auf dem Feld hier gewesen sein, ne? Aber wie gesagt, hier vorne hat er ein bisschen geschlampt. Hat die Seemaschine immer zu früh hochgenommen irgendwie. So viel Zeit muss sein. Nur zwei Meldungen da unten. Zerion hier vorne ist fertig und die Spritze ist fertig. Und nochmal moin moin, danke fürs Reinschalten, liebe Leute. Und danke auch wieder für Super Sunday Points. Vorne in der Ecke haben wir das gleiche auch, da hat er auch ziemlich kurvig gearbeitet. Ach, jetzt hat der Big M noch, jetzt kommen immer richtig Meldungen rein hier. Wahrscheinlich gleich noch die weiteren, dass die Grassammler fertig sind auf den Feldern. Vielleicht hängen sie auch irgendwo, ich weiß es gar nicht. Xerion auf jeden Fall, ne? Der geht zum Hof. Aber alles zu seiner Zeit. Dann in der Mitte denn? Wird auch Schattenballon sein, oder? Fällt ja immer ziemlich auf, gerade so auf so einem Feld. Ja, muss Ballonschatten sein. Und hier vorne das gleiche Problem, ne? Also erstmal habe ich hier auch Bäume richtig, richtig nah blöd ans Feld gepflanzt. Trotz. Mehr geht nicht. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr glaubt, dass ihr das Ansehen noch schafft heute. Wenn ihr Bock habt. Wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen, ne, müssen wir uns ein bisschen sporten für die anderen vier Felder. Ist zwar nicht so riesig groß, aber trotzdem dauert ein bisschen. Und dann nochmal hier.
Gleiches Problem, ne? Auch hier müssen wir nochmal nacharbeiten. Und der eine Big M, das ist der auf Feld 40. Hat mal wieder Probleme, wahrscheinlich in der einen Ecke, ne? Man kennt es. Sascha bekommt Hunger wegen dem Schnitzel oder so. Oder Cordon Bleu. Pommes und Bohnen. Was treibt, ne? Was treibt den Hunger? Ja, nur noch von vorne und dann haben wir es. Blaubeere. Na. Mahlzeit. Moin Moin und danke für den Follow natürlich. Nicht gedacht, dass er so gut einlenken kann, aber ist klar, mit Knicklenker. So, und jetzt rüber hier aufs andere Feld und dann kommen wir mal wieder zu den anderen Problemen, die wir aktuell haben. Also 45 Drillen 15F, muss ja der sein, ne? Ne, muss nicht der sein, das ist der alte. Ich glaube, ich habe es nur noch Drillen F genannt. Deswegen dauert es jetzt auch gerade so lange vom Laden her. Das ist der alte Kurs. Brauche ich brauche den neuen Kurs. Den kann ich auch gleich in die Tonne schmeißen. Ja, drei kombinierte Kurse. Was ist das denn? Das könnte ja spannend werden. Sehen wir uns einfach mal auf hier an, ne? Oder lieber einen vorher schon. Mein Zweifel soll lieber der Fendt nachher Vorgewende fahren als der hier. Dann können wir lieber den Fendt denn umsetzen. Hauptsache der fährt einfach nur gerade Bahn, weil alles andere kann da ja nicht gut. Gut, so, next one. Also, abfallen lassen. Was rausschmeißen. Der sollte dann Feld 14 machen. Also Feld 14. Da kann sie erstmal hinfahren, ne? So, hier ist kein Kurs mehr drin. Feld 14. Ritzen. Haben wir natürlich noch am ersten Wegpunkt, dann kannst du dich dann eigentlich an Rustler übergeben. Pommes mit Schnitzel. Wo ist Alpha? Den haben wir noch nicht gesehen, Alpha Drive. Der scheint nicht noch zu schlafen oder macht sich einen entspannten. So. Ja, den Rest schafft er wohl, ne? Naja, genau in der Ecke habe ich den Big M erwartet. Hätte eigentlich Überführung oder warum ist das hier für eine komische Idee? Weil der immer noch auf Feld 40 stand. Ja, okay. Ich habe das für zwei hier Feld 40 eingestellt, aber hier auf Autodrive nicht. Ja. Wir nehmen im Zweifel einfach mal die Feldausfahrt nehmen.
So macht es mehr Sinn. Abfahren lassen, rausschmeißen. Der muss erstmal zum Hof. Da wird ja auch schon ein weiterer warten. Der wird dann direkt vollfüllen und dann zu den kleinen Feldern, ne? Da müssen wir jetzt mal ein paar Meters machen. Sonst wird das nichts mehr mit einer guten Stunde alles anzupflanzen. Ja, krasse Größenunterschiede, wo der Deutz eigentlich nicht klein ist, ne? Ist ja echt noch mal ein bisschen größer. Ja, haben wir es auch fast weg hier, Saatgut. Dünger ist noch mehr als genug. Ach, jetzt habe ich das leider einmal wieder ausgedrückt. Ich wollte eigentlich zwischendurch Saatgut auswählen. Also was wir hier... Machen wir jetzt einmal Karotte, einmal Zwiebel, ne? Der sammelt noch, wa? Das dauert aber echt lange. Aber die müssen auch immer ein bisschen fahren. Wir müssen mal gucken, ob in dem Silo schon was angekommen ist. Das haben wir noch nicht einmal kontrolliert. Und die kommt schon wieder zum Auffüllen. So, dann brauchen wir einmal Feld 2 zum Drillen. Und am ersten Wegpunkt, ne? Braucht jetzt wieder einen kleinen Augenblick, aber dann hat er es gleich. Und der geht dann auf Feld 1. Aber der Rest Saatgut, der noch da ist. Müssen wir echt noch neuen Saatgut holen. Das ist gerade ein bisschen ruckelig. Nur ein bisschen. Ich glaube, kommt jetzt die Rechnung gerade auf Feld 40. Das, was ich dachte, was vorhin schon kam, aber dann ja nicht kam, weil ja, das muss ein anderer gewesen sein. Weil auch manchmal die Übergabe von den Spritzen. Von Auto Drive zu Courseplay die Übergabe, meine ich. Ja, 6000 Liter nur noch Saatgut. Das reicht nicht. Geht halt doch eine Menge bei drauf. Mielke, moin natürlich und danke für Super Sunday-Punkte.
Dachte, wir können mal in Ruhe wieder ein bisschen arbeiten hier, aber das schaffen wir wohl wieder nicht. So, Feld 1. So, gleich hier vorne. Am ersten Wegpunkt. Stopp. Zwiebel, ne? Das wäre es ja fast gewesen. Noch mehr Mais. So, einmal nochmal drüber sehen, dann ist es ja gleich wieder weg. Ups, ups. Ah, schon wieder viel hier. So, wo willst du denn hin? Zwei kombinierte Kurse, ja moin. Das war so nicht geplant. Wo ist denn wohl der erste Startpunkt hier auf dem Feld? Ich dachte schon, wenn er drei Räder oder drei Ketten zumindest noch mit Bodenhaftung hat, dann klappt das schon. Ach ja, so Feld 25, glaube ich, ist fertig gesammelt. Laut. Da vorne müssen wir uns noch mal ein bisschen was in der aus der Ecke wegsammeln. Aber damit sind wir auch in der heutigen Folge angefangen, ne? Dann passt es ja auch, dass wir eigentlich die heutige YouTube-Folge hier mit Gras sammeln beenden. Und hoffentlich in der nächsten Folge vom Livestream halt wirklich den Rest von den Feldern auch angepflanzt kriegen. Wird aber auch sportlich. Dauert halt ein paar Stunden, das alles anzupflanzen. Das ist so. Wo ich dachte, dass es ein bisschen schneller geht, aber... Ach, ne. Feld 1 wird jetzt, Feld 2 auch. Da haben wir nur noch zwei Felder danach. Und natürlich die angebrochenen, wo die großen Seemaschinen aktuell unterwegs sind. Ja, moin. Moin, 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 moin. Danach geht er zu 53 rüber, ne? Da haben wir jetzt noch nicht mal angefangen zu mähen, aber das sollten wir jetzt gleich mal machen. Es sind halt viele, viele Helfer, die viele, viele Aufgaben gerade machen. Das macht das Spiel natürlich auch ein bisschen ruckiger. 5 Seemaschinen, 3 Giftspritzen, 2 Big M's, 2 Grassammler. Die bewegen schon einiges. Aber trotzdem funktioniert das Spiel noch, ne? Das ist auch schon mal viel wert. Dann müsste doch eigentlich genauso abfahren. Dann gehen wir gleich erstmal kurz mal zum Silo gucken.
dass da überhaupt immer ordentlich was ankommt. Da wird schon ein paar Ladungen sein. Ja, sind auch ein paar Ladungen. Guck mal, die kriegen das hin. Das ist gut. Ist auch gerade wieder voll in die Richtung unterwegs. Der hat gerade erst angefangen. Das ist jetzt immer die Frage, schafft er die Ecke oder schafft er die heute nicht? Schafft sie natürlich nicht. Geht. Geht. Ja, passt. Gut, da brauchen wir uns wenig Sorgen drum machen. 56, 78. Ich glaube, der schafft jetzt auch Feld 42, 43 komplett fertig. Der können wir vorstellen, nicht mehr so viel. Ne, okay. Dann fahren wir da mal rüber. Und dann müssen wir legen, noch eine LKW-Ladung voll Saatgut zu holen. Ja, aber YouTube, wie gesagt, mäßig. Ne? Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge dann. Vielen, vielen Dank. So, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.